gelernt davon, dass ich mit Ben mit ihm im gleichen Café treffe. Und es war das einzige Café, das wir kannten, das Rollstuhlgerecht ist. Und war bei jeder Nachbarschaft in Berlin-Schöneberg. Und er nahm sich jedes Mal vor, in seiner Nachbarschaft in Kreuzberg mal zu gucken, um sich zu merken, in welcher Ort wir den Rollstuhl haben, wo wir uns dann das nächste Mal treffen können. Immer wenn er es dann sich merken, dann die Aufmerksamkeit hatte, darauf zu achten, hat das dann Tage später wieder vergessen, beziehungsweise wenn er dann in einem Ort war, hat er nicht daran gedacht, mal zu gucken, ob er im Ort Rollstuhl weg ist. Das heißt, das Problem war, dass wir immer noch nicht wussten, wo wir dann alternativ hingehen könnten. Denn, Sie können sich ja sicherlich denken, das größte Problem, dass Menschen, die im Rollstuhl sitzen, im Alltag haben, sind Treppen und Stufen. Und deswegen war die Idee, wie wäre das, wenn man in der Situation, wenn man praktisch gerade einen Laden betritt oder wenn man vor einem Laden steht, die Menschen die Möglichkeit verlässt, gleich mit einem Mobiltelefon zum Beispiel nach einem Ampelsystem zu bewerten, ob ein Ort stufenlos ist oder nicht. Das Ganze sollte natürlich frei sein und kostenlos, sollte nicht viel Geld kosten und betrifft nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern eben auch allgemeine Mobilitätseinschränkungen, also auch Familien im Kinderwagen, ältere Menschen mit Rollator, wenn wir mal ein offenes Bein haben, die wir zu tragen haben und so weiter und so fort. Die Zielgruppe wird irgendwann relativ groß, wenn man weiter darüber nachdenkt. Und wir haben also ein Projekt gestartet, weil wir aus dem Internet kommen, wir sind auch das Einzige, das uns sagen, wo wir etwas beitragen können, nämlich im Internet etwas zu machen. Und haben Wheelmap.org gegründet, eine Online-Plattform, auf der wir Menschen ermutigen, selber Daten beizutragen, nach ihrem Gutdünken, nach ihren Bewertungen, nach ihren Maßstäben. Wenn wir letztendlich ihnen sagen, grün würde bedeuten, dass ich stufenlos ist, wenn ich an einen Ort reinkomme, ohne Stufen. Gelb bedeutet, ich komme rein, auch ohne Stufen, maximal 7 cm. Das war so eine Handbreite, wenn jetzt mal gesagt, die Toilette ist aber vielleicht nicht zugänglich für Rollstuhlfahrer, zu eng und das gibt vielleicht auch gar keine. Und rot bedeutet, brauchst du gar nicht auf den Weg machen, oder auch mindestens eine große Stufe. Das ist einfach, sodass ich dann letztendlich als Rollstuhlfahrer auch im Vorfeld weiß, brauche ich, auch wenn der öffentliche Personalverkehr vielleicht schon barrierefrei ist, gar nicht erst auf den Weg machen, weil sich der Weg nicht lohnt. Das Ganze findet im Internet statt. Aber eben auch auf Mobiltelefonen, Android und iPhone-Apps gibt es dazu. Und wir haben innerhalb von 2,5 Jahren 300.000 Orte gesammelt. Den größten Anteil dieser 300.000 Orte, nämlich über 200.000, kommen aus dem deutschsprachigen Raum. Wir haben vorhin mal geguckt, es gibt knapp 100.000 bewertete Orte in Wien. Aber letztendlich ist es so, dass wir, wenn wir über Technologie sprechen, die mit Internet zu tun hat, politische Grenzen so gut wie gar nicht, also der in unseren Köpfen existieren, aber nicht unbedingt technologisch. Deswegen jeder gesagt hat, okay, dann können wir die Wheelmap auch versuchen, so global wie möglich zu denken. Die Technologie ist überall die gleiche, die Erde hat 360 Grad Umfang, das heißt, Geokoordinaten funktionieren überall gleich. Und wir müssen die Seite erstmal nur übersetzen. Haben es dann getan, haben unsere Community gefragt, welche Sprache kannst du beitragen? Führte dazu, dass die erste Sprache, die wir online haben, Japanisch ist, nach Deutsch. Und haben lustigerweise auch Leute gefunden, die Design auf den Boden übersetzen konnten. Aber das nur so als kleiner Scherz nebenbei. Letztendlich geht es um Rollstuhlfahrer. Es geht um Menschen, die für sich selbst praktisch Wissen mit anderen Rollstuhlfahrern bzw. Mobilität eingeschränkten Menschen teilen wollen, die nicht darauf warten, dass irgendjemand für sie etwas erfasst von Institutsseite aus oder von irgendwelchen Organisationen, sondern die einfach selbstbestimmt unterwegs sein können. Und wir finden das insofern inklusiv, weil dann letztendlich die Teilhabe an dem Ort, wo ich da hin will, stattfindet. Das heißt, in einem Café, in einer Bar, in einem Restaurant. Wir haben natürlich im Vorfeld, bevor wir diese Projekte gestartet haben, auch recherchiert, was gibt es an Projekten zu diesem Thema und haben festgestellt, dass all die Projekte, die es gab, vor allem von institutioneller Seite ausgedacht wurden. Das heißt, die Bewertung, ob man einen Ort erfasst wird oder nicht, entscheidet irgendjemand in irgendeinem Büro. Das ist dann nicht unbedingt das, was in den Nutzerinteressen auch das Erste ist, was man besuchen würde.
Das heißt, es wird dann hier versucht, die Kategorie alle Apotheken zu erfassen oder alle Therapiezentren oder so. Aber nicht unbedingt das Bergheim in Berlin. Bergheim ist ein zu angesagtesten Clubs der Welt. Ist zufälligerweise rollstuhlgerecht, aber das gab es zuvor nicht als Information geteilt von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Wir haben das Projekt dann also vor 2,5 Jahren gestartet und sind inzwischen haben sehr großen Wachstum, haben gesagt, jetzt 300.000 Points of Interest, also entsprechende Orte auf der Karte markiert und wachsen täglich um 200 neue Orte. Das sind Menschen, die weltweit über Mobiltelefon Informationen eben beitragen. Wir haben uns überlegt und aus Erfahrung heraus, das Ganze funktioniert natürlich nicht so einfach, wie das jetzt dargestellt hat, indem man in 21 Sprachen mal dem Online-Hilfe, das ist auch in 21 Ländern entsprechend funktioniert, sondern die große Herausforderung liegt auch für uns darin, wenn wir in anderen Ländern diese Projekte machen wollen, wie zum Beispiel in Österreich, dass wir Organisationen finden, die vor Ort auch für Medien ein Gesicht geben, um diese Geschichte zu erzählen. Und deswegen sind wir gerade dabei, mit einem Konzept auf der Suche nach lokalen Partnern in den Ländern, die Interesse daran haben, die Women in ihren eigenen, Hoheitsgebiet zu übertragen und auch einzusetzen und vor Ort dann letztendlich das lokale Gesicht der Women zu sein. Dass wir letztendlich gemeinsam die gleichen Datenbank füttern, aber lokal in der jeweiligen Sprache und in den jeweiligen kulturellen auch Bedingungen das Ganze angepasst werden kann, dass es dann lokale Gesichter gibt, dass es lokale auch weitere tiefergehende Informationen gibt, wie kann zum Beispiel in Wien mit den Wiener Linien fahren, man kann sich natürlich von dem Verfahren, wie man in Berlin mit den Berliner Linien fährt, und all diese ganzen touristisch relevanten Informationen könnte man dann letztendlich auf lokaler Ebene nochmal speziell besprechen, was wir in Berlin ja gar nicht im Vorfeld wissen. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind also natürlich einen Partner zu finden im jeweiligen Land, dann diesen Partner entsprechend den Reglementierungen, die wir mit gedacht haben, zu trainieren und auch ein Feedback einzuholen und ihn letztendlich auch teilhaben zu lassen, dass die Bühne sich weiterentwickelt. Und das Ganze natürlich auf eine gewisse finanzielle Sicherstellung angewiesen ist, sodass dann vor Ort und auch hier das in Nachhaltigkeit gemeinsam alles zusammen die Bühne geschehen lassen können. Damit bin ich auch schon eigentlich durch mit dem Thema. Man kann gerne jetzt über Fragen stellen oder auch im Nachgang über die genannten E-Mail-Adressen. Ansonsten bin ich gerne für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Das ist ein Danke, Klaus. Ich glaube, das